Unsere Themen am Mittwoch: Wollets neue Truppe und die Mission Wiederaufstieg. Cottbusser Sportenthusiast ist Ehrenamtler des Monats. Und vor dem Laufen schon trainieren. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Die Apotheke an der Priormühle. Entdecken Sie unser außergewöhnlich breites Kosmetikangebot mit Exklusivdepots wie Aven, Caudalie, Dr. Hauschka und vielen mehr. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte. Während der gesamten Öffnungszeit unserer Apotheke erhalten Sie 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Ihre Prio-Kundenkarte erhalten Sie direkt in unserer Apotheke an der Priormühle 15 in Cottbus-Madlo. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. In unserer heutigen Sendung wird es eher sportlich, Sie müssen aber nicht zwingend mitmachen. Alles auf Anfang, so lässt sich die Ausgangslage von Energie Cottbus wohl am besten beschreiben. Der Kader wurde nach dem erneuten Abstieg fast komplett ausgetauscht. Wer aber geblieben ist, ist Klaus-Dieter Wollitz. Er hat es schon mal geschafft, Spieler zu finden, die eine willensstarke und konkurrenzfähige Mannschaft bilden. So sieht es auch aktuell danach aus. Eine neue Truppe und die Mission Wiederaufstieg. Trainingseinheit im Elias-Park. Heute steht Kombinationsspiel auf dem Plan. Drei kurze Abspiele im Mittelfeld und dann schnell vors Tor. Simple Kombinationen, die aber sitzen müssen. In einem eingespielten Team Grundvoraussetzung, doch genau darin liegt beim FCE das Problem. Die Mannschaft hat sich im Vergleich zur Vorsaison komplett verändert. 19 Spieler haben den Verein verlassen. Im Gegenzug sind 7 neu gekommen. 6 Nachwuchsspieler sind in den Profikader aufgerückt. Klaus-Dieter Wollitz arbeitet derzeit mit 19 Spielern. Zu wenig, das weiß auch der Trainer. Man müsse aber Geduld haben. Viele Spieler, mit denen wir gesprochen haben oder in Gesprächen sind, warten ab, weil sie glauben, vielleicht eine höhere Liga noch unterzukommen. Das ist menschlich, ist auch verständlich. Ich hätte es natürlich gerne anders, kann dann aber auch nur wiederholen, dass es vor 3 Jahren auch nicht anders war, dass wir dann auch noch in der laufenden Spielperiode Spieler verpflichtet haben wie Kruse, wie Ziegenbein und dann im Winter wie Marcelo des Freitags. Das sind aber normale Prozesse, wenn du einen kompletten Umbruch hast. Die Saison könnte auch eine Chance für den Nachwuchs sein. Auf dem Mannschaftsfoto sieht man viele junge Gesichter. Mit einem Schnitt von knapp 22,5 Jahren hat der FCE einen der jüngsten Kader der Liga. Talent ist da, doch das ist nicht alles. Gestandene Spieler sollen her. Eben solche wie Felix Brückmann. Der Stürmer kommt vom Drittligisten Carl Zeiss Jena. Dort hat er mit 8 Toren maßgeblich zum Klassenerhalt beigetragen. Beim Berliner AK schoss er in der Saison davor 15 Tore. Solche Spieler suchen wir jetzt mit der Stabilität, sagen wir im besten Fußballalter, so zwischen 23 und 27. Und ich hoffe, dass uns das noch gelingt. Wenn heute, umso besser. Wenn morgen, ist auch nicht so schlimm, aber es sollte dann zeitnah geschehen. Zumal sich diese Spieler zunächst auch erstmal ins Team integrieren müssen. Dass es noch Abstimmungsprobleme gibt, hat man beim letzten Testspiel gegen Wolfsburg 2 gesehen. Dort ging man mit 0:6 unter. Es sind einfach zu viele und einfache Gegentore, wo es einfach darum geht, die Abstimmung besser hinzubekommen. Aber Abstimmung hängt auch mit Kommunikation zusammen. Wir haben viele Spieler, die haben keinen Rhythmus. Stanese, die dann gespielt haben, Zickert, die dann gespielt haben, Germann, die dann gespielt haben, ein Hoppe. Dann haben wir viele Testspieler. Dass da nicht alles im Verbund so in Automatismen ablaufen kann. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Trotzdem gehört es sich so, dass man nicht 6 Gegentore bekommt. Trotzdem ist der Trainer optimistisch, was die neue Saison angeht. Viele hoffen auf den direkten Wiederaufstieg. Bei dem Thema bleibt Wollitz aber noch zurückhaltend.
Das erste Pflichtspiel für Energie Cottbus steht schon am letzten Juliwochenende an. Alt-Glienicke kommt dann ins Stadion der Freundschaft. Gegner in der ersten Runde des AOK-Landespokals ist übrigens SV Schwarz-Rot-Neustadt. Ein Spieltermin steht aber noch nicht fest. Die Jungs von Wackerströbitz müssen gegen Luckenwalde ran. Weitere Nachrichten folgen im Überblick. Los geht es mit einem Gesetzesentwurf vom Bundeskabinett, der sich auch auf die Cottbusse auswirkt. Impfpflicht soll kommen. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzesentwurf vorgelegt, wonach Kinder nur noch Kitas besuchen dürfen, wenn sie gegen Masern geimpft sind. Das Gesetz soll ab März 2020 gelten. Der Bundestag muss dem aber noch zustimmen. Nicht nur Kitas wären betroffen. Die Impfpflicht für Masern soll auch bei Tagesmüttern, Schulen, in der Medizin und Flüchtlingsunterkünften gelten. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. Bürgerbeteiligung. Die Stadt ruft dazu auf, sich in den Beiräten der Stadt zu engagieren. Es werden noch Bürger für den Beirat für Menschen mit Behinderungen, den Seniorenbeirat und den Beirat für Integration und Migration gesucht. Die Beiräte unterstützen die Stadtverwaltung bei Planungs- und Entscheidungsprozessen. Bewerbungen sind noch bis zum 15. August möglich. Beliebter Pass. Nach knapp 4 Wochen wurden bereits 3.200 Ferienspaßpässe aktiviert. Damit steuere man laut Organisatoren auf einen Rekord zu. 17 Partner beteiligen sich in diesem Jahr, darunter etwa der Tierpark, die Lagune oder die Parkeisenbahn. Der Ferienspaßpass kostet 1 Euro. Im Gegenzug gibt es bei allen Partnern Vergünstigungen. Noch bis zum 18. August gelten die Angebote. Bauschutt statt Pflanzen, so sieht es aktuell in den Gewächshäusern der Schlossgärtnerei vom Park und Schloss Branitz aus. Das sogenannte Blaue Haus und das Ananashaus werden saniert. Genau genommen wird jeweils das Dach und die Verglasung erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Herbst. Dann sollte auch alles fertig sein, da in den Gewächshäusern einige Pflanzen überwintern und manche neu gezüchtet werden. Wenn sich Sportbegeisterte treffen oder es ein großes Turnier gibt, dann ist Bernd Schädel garantiert mit dabei. Der 63-Jährige mischt in Südbrandenburgs Sportfamilie kräftig mit. Trainer, Organisator, Integrationsbeauftragter. Das ist Bernd Schädel in einem. Er ist inzwischen zwar im Ruhestand und hat viele Aufgaben abgegeben, doch sportlich aktiv bleibt er weiterhin. Die Sporthalle ist für Bernd Schädel wie ein zweites Zuhause. Er ist Turner, Übungsleiter, Sportlehrer, Trainer, eben ein Ehrenamtler mit Leib und Seele. Das hat bei ihm schon sehr früh begonnen. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Kinder mit zu betreuen, habe selber geturnt in der Zeit und wurde dann rangeführt, weil unser Übungsleiter nicht immer da war. Bin ich dann eingestiegen und habe die Kinder betreut. Das heißt, das sind jetzt schon ca. 50 Jahre. Und für dieses lange Engagement hat Bernd Schädel den Titel Ehrenamtler des Monats vom Land Brandenburg verliehen bekommen. Seit 5 Jahrzehnten steht er nämlich Kindern und Jugendlichen sportlich zur Seite. Außerdem setzt er sich seit den 90ern für das Projekt Integration durch Sport ein. Im Bus, vollbeladen mit Sportgeräten, tourt er durch das ganze Bundesland. Und das auch noch nach der Pensionierung. Außerdem ist er seit 40 Jahren Mitorganisator des Turniers der Meister. Damit ist er auch Vorbild für viele andere Trainer und Übungsleiter, denn ohne die kein richtiges Vereinsleben. Beim Stadtsportbund werden jedes Jahr 30 bis 40 neue Übungsleiter ausgebildet. Das reicht aber noch nicht. Wir merken natürlich, klar, einige hören altersbedingt auf eine ganze Generation, um die 40 plus fehlt uns als Übungsleiter. Also ich kann nur jeden aufrufen, wer Lust, Zeit vor allen Dingen hat, bildet euch zum Übungsleiter aus und werdet aktiv. Es ist eine tolle Arbeit, aber wir brauchen jede Menge Leute. Der 63-jährige Bernd Schädel jedenfalls bleibt auch nach seinem Ruhestand noch am Ball, denn die Arbeit mit den Jugendlichen hält ihn fit. Hält so ein bisschen frisch und ein bisschen jung. Ja, man ist ständig dran und ist auch, wird bewegt und man hilft ihnen auch und wird von den Kindern ja dementsprechend auch angenommen, die Hilfeleistung. Auch von den Jugendlichen dann, die dann gern bereit sind, auch mal eine Gegenleistung zu bringen, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen haben, sie dort mit einzubinden und zu helfen. Und so bringt der Sport und das Ehrenamt verschiedene Generationen zusammen.
Bernd Schädel will auf jeden Fall noch ein paar Jahre weitermachen. Auch Carola Wiesner ist aus der Cottbusser Sportfamilie nicht mehr wegzudenken. Sie leitet viele Kurse und gibt jetzt auch bei Ihnen zu Hause den Takt an. Es ist wieder Zeit für meine 5 Minuten. Ich bin damit am Ziel angekommen. Den Staffelstab übergebe ich an Christian Risse. Er ist ab morgen für Sie da. Tschüss, machen Sie's gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich heute mit Göran verabredet an einer neuen Station in der Spreemeile an den Kletterfelsen. Wir wollen aber nicht das Klettern zeigen. Göran ist ein ganz aktiver Läufer und wir haben vorbereitende Übungen für das Laufen rausgesucht. Göran, warum vorbereitende Übungen für das Laufen? Weil wir brauchen zum Laufen eine Stabilisation in der Fußmuskulatur im Knie und eine Kräftigung in der Rumpfmuskulatur, die sollten wir hier haben. Wir sind ja nicht so, dass wir auch vom Büro einfach aufstehen und jetzt einen Marathon laufen wollen. Dazwischen sollte schon noch eine Kräftigung, Stabilisation im Körper stattfinden. Und genau das wollen wir jetzt zeigen. Für unsere erste Übung öffnen wir die Beine breiter als die Schultern und beugen die Knie. Bauchspannung ist wichtig und den Rücken schön lang ziehen. Von hier aus bewegen wir uns auf ein Bein und versuchen zu stabilisieren und gehen wieder tief. Spannung aufbauen, rausstrecken und wieder tief. So, wir bauen eine schöne Rumpfspannung auf und gehen in die Knie. Stabilisieren und los geht's. Zur Seite öffnen und wieder senken. Andere Seite und wieder tief. Immer kurz halten und wieder tief. Halten und wieder tief. Wir haben es natürlich hier ein bisschen schwerer, weil der Boden sehr uneben ist. Wenn man das zu Hause macht auf dem Boden, geht das ein bisschen leichter, das Gleichgewicht aufzubauen. Und wieder lang ziehen und wieder ab. Bauchspannung nicht vergessen und noch 4-mal. 4 und ab. 3 und ab, 2 und ab und 1 und tief. Auf zur nächsten Übung. Wir machen einen Ausfallschritt nach vorn. Der Göran zeigt das mal. Schön weit, wenn es geht. Und dazu ist wichtig, die Arme mit diagonal nach vorn zu nehmen. Vorgehen und wieder zurück. Und vorgehen, mal bleiben. Wichtig ist, der Oberkörper bleibt aufrecht und möglichst tief gehen. Wenn man noch nicht so geübt ist, kann man natürlich weiter oben anfangen. Nochmal schön lang strecken, Rumpfspannung aufbauen und wir starten jetzt. Vorgehen und wieder hoch. Vor und wieder hoch. Hier bearbeiten wir nicht nur die Beinmuskulatur, sondern tun wirklich auch aktiv was für die Koordination. Und wieder rück. Vor und wieder rück. Vor und wieder rück. Vor und wieder rück. Schön nach vorn schauen, geradeaus schauen. Der Kopf muss immer oben bleiben, damit auch die Halswirbelsäule lang ist. Die letzten 4. Bei unserer nächsten Übung starten wir wieder mit einem Ausfallschritt. Göran macht das mal ganz langsam vor. Beide Arme werden mit vorgenommen. Und jetzt wollen wir den Rumpf mit einbeziehen und schön aufdrehen, soweit es geht. Stabil bleiben, wieder zurück und dann wieder hoch. Und dann wechseln wir zur anderen Seite. Vor, auch hier aufdrehen, genau, wieder vor und zurück. Und jetzt die normale Geschwindigkeit. Vor, aufdrehen. Vor und hoch und vor, aufdrehen, vor und hoch. Unsere Wirbelsäule ist wieder ganz aufgerichtet und der Blick geht nach vorn. Bauch spannen und los geht's. Beide Arme mit nach vorn nehmen, schön öffnen, vor und wieder hochdrücken. Andere Seite. Vor
öffnen, Mitte und wieder hoch. Vor, öffnen, Mitte und abdrücken. Vor, öffnen, Mitte, hoch. Vor, öffnen, Mitte und hoch. Vor, öffnen, Mitte, die letzten viermal. Lang bleiben, ziehen, Mitte und hoch. Lang, ziehen, Mitte und zweimal noch. Vor, öffnen, hopp und hoch. Vor, öffnen, Mitte und hoch. Unsere Oberschenkelmuskulatur wurde tüchtig trainiert. Und jetzt zeigen wir noch eine Übung für die Dehnung. Da kann man sich ruhig festhalten, den Fuß heben, das Standbein locker lassen. Und wichtig ist, dass das Knie nicht nach außen rutscht, sondern schön rangezogen wird. Und auch hier wieder aufrichten und wenn es geht, richtig ranziehen, sodass man die Dehnung im Oberschenkel ganz aktiv spürt. So, wir behelfen uns erst einmal, halten uns fest. Das Standbein ist locker, den anderen Fuß fassen und erstmal das Knie ranziehen. Die Dehnung spüren. Noch ein wichtiger Hinweis, nicht hier hinten am Zeh anfassen, sondern den Fuß wirklich anfassen. Wir wollen ja den Oberschenkel dehnen. So, dann auch wieder lang aufrichten dabei. Gut die Dehnung spüren. Und man sollte mindestens so 20 bis 30 Sekunden die Dehnung halten. Ganz ruhig atmen dabei. Und langsam wieder lösen. Wir zeigen noch eine andere Variante bei dem anderen Bein. Und zwar ohne Festhalten. Da wird natürlich dann auch gleichzeitig, geht los, wir ziehen das andere Bein hoch. Auch hier wieder aufrichten. Und dabei trainieren wir natürlich gleich die Gleichgewichtsfähigkeit. Auch hier wieder ruhig atmen. Den Blick immer schön nach vorne gerichtet lassen, dass die Wirbelsäule lang aufgerichtet ist, also bis in die Halswirbelsäule hinein. Das ist immer wieder wichtig. Und noch halten. Gut, Dankeschön. Göran, ein herzliches Dankeschön, dass du Zeit hattest für diese Übungen. Noch eine Frage. Was sollen denn Laufanfänger beachten? Wir sollten definitiv darauf achten, dass sie nicht zu schnell loslaufen. Lieber kleine Gehpausen einlegen und langsames Joggen und das langsam steigern, nicht zu hoch anfangen. In diesem Sinne, sportfrei und tschüss bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie fit und gesund. Wir bei Expert versuchen alles, um Menschen glücklich zu machen. Mit exzellenter Beratung, Service oder wie heute mit dem Expertenangebot der Woche. Wie dem kabellosen Dyson V7 Motorhead für nur 249 Euro und dem Samsung Galaxy A50 für nur 269 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Grad und ein sternklarer Himmel, so sieht das Wetter für die kommende Nacht aus. Der Sommer kehrt ab morgen so langsam zurück, der Start in den Tag fällt sonnig aus. Nur gelegentlich ziehen ein paar Wolken auf, das Thermometer geht auch wieder nach oben, 26 Grad sind drin. Am Freitag geht es genauso weiter, es wird aber etwas bewölkter als am Vortag. Die Sonne blickt trotzdem immer wieder durch, die Höchstwerte liegen bei 25 Grad. Polster und Schlafen Sonderverkauf im Möbelzentrum Großräschen. Bis zum 23. Juli, also schnell reagieren. Mit sensationellen Vorteilen bei den Polstermöbeln, Boxspringbetten und Schlafzimmern zu Ausnahmepreisen. So günstig gab es Markenmöbel noch nie. Sie erhalten bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen, Gratislieferung, Abholung und Entsorgung ihrer alten Möbel und die 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96.
alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich. Die Herrschaft eines Königs geht auf und unter wie die Sonne. Eines Tages geht die Sonne meiner Herrschaft auch unter und geht mit dir als neuem König wieder auf. Vergiss das niemals. Der Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Was hier in wenigen Sekunden abläuft, hat stolze 17 Monate gedauert. Doch die Wartezeit ist vorbei. Die Sonnenhäuser der EG-Wohnen sind fertig. Ein paar Wohnungen sind noch zu haben. Wer also wohnen will wie in der Zukunft, sollte schnell sein. Die EG-Wohnen hat in der Karener Straße 14 und 15 in Sandow zwei energieautarke Mehrfamilienhäuser gebaut. Die versorgen sich selbst mit Wärme und Strom. Die Wohnungen sind mit Fußbodenheizungen ausgestattet, die aus dem Langzeitwärmespeicher mit Wärme versorgt werden. Die nötige Energie dafür kommt von der Sonne. Möglich machen das Solarwärmekollektoren. Neben den Kollektoren sind die Dächer auch mit Photovoltaikmodulen ausgestattet. Die sorgen nicht nur für den einzigartigen Look der Häuser, sondern auch für Strom im ganzen Haus. Der wird in Lithium-Ionen-Akkus zwischengespeichert. Sollte witterungsbedingt die solare Leistung der Häuser nicht ausreichen, wird der Rest durch die EG-Wohnen dazugekauft, ohne Mehrkosten für die Mieter. Doch Technik ist nicht alles, natürlich müssen auch die Wohnungen überzeugen. Die gibt es in allen Größen. Interessenten haben die Wahl zwischen 2, 3 und 5 Zimmerwohnungen zwischen 50 und 130 Quadratmetern. Darunter auch zwei schicke Maisonette-Wohnungen. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind zudem für Rollstuhlfahrer geeignet. Das alles in einem grünen Umfeld mit naheliegenden Einkaufsmöglichkeiten und günstigen Verkehrsanbindungen. Eigene Fahrradboxen und Pkw-Stellplätze gibt es direkt am Haus. Jetzt neu, Wohnen zur Flatrate. Nebenkosten für Strom und Heizung sind bei den Sonnenhäusern in der Miete mit inbegriffen. Das alles für 10,50 Euro pro Quadratmeter. Wohnen im Sonnenhaus? Informieren Sie sich jetzt im EG-Wohnen-Vermietungscenter am Brandenburger Platz 10. Herz für die Kinder. Ihre Stadtwerke Cottbus.